Dipilon, der jetzt 17-jährige Sohn des Dinglinger Laval I Garde-Ulan. Er wird uns von seinem langjährigen Reiter Michael Kölz vorgestellt. Dipilon ist jetzt schon fast 2 Jahre in sportlicher Rente. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn hier besuchen kann. Er war nicht einfach nur ein gutes Sportpferd. Er war auch ein Kumpel für mich, eigentlich aufgrund seiner Intelligenz. Das hat das Pferd auch ausgemacht. Er hatte sehr gutes Potenzial als Springpferd. Er war vorsichtig, vermögend, schnell, einfach zu reiten. Und aber zu was Besonderem gemacht hat ihn eigentlich seine Intelligenz. Er wusste immer ganz genau, wann es noch mal wichtig ist, wenn es vielleicht Sonntag war. Und dann hat er immer noch mal ein bisschen mehr gegeben. Und wenn ein großer Preis war, der mir wichtig war, dann war er eigentlich fast immer im Stechen. Und diese Intelligenz gibt er, glaube ich, auch an seine Nachkommen weiter. Und das sind am Ende die Dinge, die wir Springreiter heute bei unseren Pferden brauchen. Vermögen und Potenzial am Sprung haben viele Pferde. Aber die Intelligenz macht am Ende die ganz guten Pferde aus. Und das bringt er mit. Ja, die Bildungsvater Dinglinger hat ja nicht nur Dipilon gebracht, sondern einige weitere internationale Springpferde. Dago zum Beispiel unter Osfee oder auch die Ogenis von Emanuel Cesarotti. Auf der Mutterseite dann Laval I Garde-Ulan, auch zwei harte Leistungsvererber. Laval ja selber unter Bo Christoffersen hoch erfolgreich gewesen, bis hin zum Hamburger Derby. Und dann ganz leistungsstarker hannoverscher Mutterstamm hier im Hintergrund. Aus der Urgroßmutter resultiert zum Beispiel auch das internationale Springpferd Esprit FRH von Lars Nieberg. Ja, und Michael hat es bereits angesprochen, die hohe Leistungsbereitschaft, wie hier auch in Aachen gerade zu sehen, das war immer das, was Dipilon ausgezeichnet hat. 250.000 Euro hat er ja an Lebensgewinnsumme aufzuweisen. 30 Siege und über 140 Platzierungen in der schweren Klasse stehen für ihn hier in der Sportbilanz. Während dieser sportlichen Laufzeit ja ausschließlich im Natursprung im Einsatz, ist aus dieser recht schmalen Anzahl der Nachkommen dann doch eine gute Erfolgsbilanz mit es erfolgreichen Pferden wie beispielsweise Dünensturm unter Ellen Kölz oder Daytona zu den jüngeren erfolgreichen Nachkommen gehört. Der Wolf, der in diesem Jahr auch Landeschampion in Sachsen-Thüringen werden konnte. Ja, und auch die Nachkommen zeigen sich genauso intelligent und leistungsbereit. In der Anpaarung sollte hier eine mittel- bis großrahmige Stute gewählt werden. Ein echtes Aushängeschild für das deutsche Sportpferd, für das Landgestüt Moritzburg. Immer wieder schön, diese Bilder zu sehen.